Guten Tag, ich wünsche euch jetzt mal schon ein schönes Wochenende, weil ich weiß nicht, ob ich das dann vor lauter Enttäuschung noch hinbekomme und nicht vergesse. Nein, nein, keine Bange. Lehrer und Drogen, kein Wunder, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich habe es erst durch Akademie Radi mitbekommen. Hamburg, Drogen bei Lehrerparty gefunden. Ein Verweis auf die Morgenpost, die Hamburger wahrscheinlich. Und ich habe dazu kommentiert, als ich das dann gelesen hatte. Das überrascht mich nicht, wenn man bedenkt, dass vor allem die schlechtesten Abiturienten Lehrer werden. Tja, als ich dann eingegeben habe, Drogen bei Lehrerparty gefunden, dann schreit einen das ja schon an. Gar kein Problem. Ich bin übrigens draußen. Ich hoffe, ihr werdet nicht allzu sehr gestört. Die Welt hat wohl als erste darüber berichtet. Und ich habe beide Artikel, die werde ich euch verlinken, mal kurz angeschaut und natürlich auch durchgelesen. Ärger um Lehrerparty, Privatparty in der Schule. Ein Riesenärger an einer bekannten Hamburger Schule im Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer in Eimsbüttel sollen Lehrerinnen und Lehrer eine Privatparty mit Alkohol und Drogen gefeiert haben. Erwischt wurden die feiernden Lehrkräfte von der Hamburger Polizei und so weiter und so fort. Könnt ihr euch dann selber durchlesen, ist ganz interessant, aber interessant, oder ich lache wahrscheinlich. Ach, das ist Galgenhumor. Ich habe dann auch auf die Welt geguckt. Das ist eigentlich der interessantere Artikel, weil der am ausführlichsten ist. Die anderen haben sich dann drauf bezogen. Naja, gut, gruselig eigentlich. Echt gruselig, was sich da alles so abzeichnet. Und was hat das letzten Endes wieder mal mit diesem Nachtrag zu tun, bezogen auf das Buch? Ich zitiere ein klein wenig und ich hoffe, euch wird dann nicht schlecht dabei und ihr wollt dann nicht noch mehr lesen. Ich habe die Überschrift gewählt auf Seite 57, die Unfähigsten werden Lehrer. Meine Frau und ich hatten schon viele, tausende Schüler. Und so schrieb ich es weiter oben bereits, wir treffen natürlich immer wieder diese Altschüler, aber auch deren Eltern. Aber auch das folgende Gespräch trug sich zu. Meine Frau, oh, Frau Knopf, wie geht es denn Ihrer Lisa? Frau Knopf, Lisa studiert jetzt auf Lehramt. Dann wird sie Beamtin und hat ausgesorgt. Meine Frau, und welche Fächer studiert sie? Frau Knopf, Geografie und Mathe. Als mir meine Frau von diesem Gespräch erzählte, war sie erschüttert, denn Lisa Knopf bekam von meiner Frau immer wieder Nachhilfe in Mathe. Lisa konnte trotz aller Bemühungen nicht eins und eins zusammenzählen. Zum Glück für die Schulkinder ist sie jetzt Bankerin. Junge, Junge. Lisa ist kein Einzelfall, denn unsere Kinder erzählten uns von ihren Klassenkameraden, dass die, die ihr Abitur mit Ach und Krach geschafft hatten, was studierten? Lehrer, versteht sich mittlerweile von selbst. Und immer, wenn meine Frau und ich das in gemütlicher Runde erzählten, bestätigten uns die Gesprächspartner das mit eigenen ähnlichen Erlebnissen. Sie glauben, dass das erst seit den letzten 20 Jahren so ist? Nein. Solche Zustände herrschen in der Altbundesrepublik schon sehr lange. Und wieder ein drastisches Beispiel aus eigenem Erleben. Franka Betzold, Name ist geändert, eine Oberstudienrätin in unserem Alter, mietete bei uns eine Wohnung. Und diese Wohnung befindet sich über der Nachhilfe meiner Frau. Franka war Lehrerin für Geografie und Sport. Was wir erst später erfuhren, war, dass man Franka schon mehrmals von einer Schule in die nächste versetzt hatte, denn sie war. Ach, Moment, lassen wir Frau Betzold selbst sprechen. Ne, ich lese das dann nicht weiter vor. Sonst wird euch noch schlecht. Und das möchte ich nicht, denn ich möchte, dass ihr ein schönes Wochenende habt und letzten Endes darüber nachdenkt, was können wir noch alles tun dagegen, dass dieser Wahnsinn endlich mal ein Ende hört. Ein Ende erfährt. Also, beste Wünsche, ein schönes Wochenende und Leute, macht was. Aber macht's gut. Bis dann. Tschüss.